Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Littlewood. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir sollten was von den Weeds verkaufen, glaube ich, ne? Warum scrollt das so weg? Achso, damit ich meine Figur noch sehe, was jetzt total wichtig ist, ja. Die habe ich vermutlich hier. Okay, kann ich da... Ich weiß nicht, ob ich den River Crystal verkaufen sollte. Okay, warum ich, wenn ich hier stehe, hier hin und hier hin packen kann, aber nicht hier hin, ist mir irgendwie noch ein kleines Rätsel, aber das hat bestimmt auch einen tieferen Grund. Okay. Dann... Ich finde es ein bisschen... Nee, kann man aber auch nicht. Ich finde es ein bisschen unsexy, dass der Cursor so ein Standard-Cursor ist. Also wenn ich schon ein Fullscreen-Spiel habe, ich weiß nicht, es wäre halt irgendwie cooler gewesen, wenn sie ihn halt farblich einfach ein bisschen angepasst hätten. Also prinzipiell verschwindet er auch einfach eine Weile, wenn man ihn nicht bewegt. Aber gerade für die Menüs ist es dann doch schneller. Und man hätte halt einfach so eine kleine Hand machen können, so ein klein bisschen verpixelt. Es hätte... Wäre halt völlig okay gewesen. Okay. So, da mein Shop jetzt geöffnet ist, gibt's neue Ware jeden Dienstag und Donnerstag. Ich habe alles von den Standardsachen bis hin zu wirklich schicken Möbeln. Nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Das wird definitiv ein paar Reisende nach Idle Valley bringen. Das war dein Shop, ne? Ja, gut. Gut, dann müssen wir wohl noch 2 Tage warten, bis da was Neues kommt. Also nicht, dass wir irgendwie groß Geld hätten oder so. Aber hast du mir noch was zu sagen? Okay, try selling those pesky weeds. Ich glaube, dann können wir fast schlafen, oder? Also ich würde einfach noch mal ein bisschen... Sehe ich eigentlich irgendwo... Sehe ich eigentlich irgendwo, wie viele Ressourcen habe, ich habe? Also wie viel Stein, wie viel Holz? Ich meine, ich sehe hier, wie viel ich einsammle. Sicher. Aber... Habe ich nicht irgendwo ein Inventar oder sowas? Vielleicht im Journal? Na. Hier ist immer noch unsichtbare Wand. A crate filled with items. Ich frage mich, was... Okay. Leere Fässer und eine Kiste oder 2 Kisten mit Gegenständen, wo wir aber nicht reingucken können. Okay. Überlege gerade, ob ich einfach komplett ohne Maus spiele. Ich probiere das einfach mal eine Weile für diese Folge. Wenn es doof ist, ist es halt doof. Aber dann gehe ich halt nächste Folge wieder auf die Maus zurück. Okay. Es wird auf jeden Fall Abend. Können wir das Ding fällen? Nein. Oh, wir haben eine Angel bekommen, fällt mir gerade so ein, ne? Hier einfach noch kurz angeln können. Passiert nicht so viel, wa?
Vielleicht war es einfach zu spät für die Fische. Ich sehe sie da zumindest noch nicht mehr. Wir gehen mal schlafen. Okay. Hier levelt ganz viel Kram hoch. Okay, wir haben gut geschlafen und fühlen uns creative. Zwei ungelesene Nachrichten. Hey Bench, ich habe ein paar von deinen Items am Marktplatz gekauft. Wow, das ist schon so Next Level Mitleid, oder? Also so, hey, wir haben keine Leute hier, die irgendwas kaufen könnten, aber ich habe dir die Quest gegeben, was am Marktplatz zu verkaufen. Also ich kaufe mal selber was und gebe dir dafür 150 Dewdrops. Hey Bench, ich wollte dir nur sagen, du bist für uns Dörfler so eine Inspiration. Und dafür kriege ich DeLuca Coins, was auch immer das ist. Ich guck nochmal, ob ich hier jetzt nicht vielleicht doch noch irgendwie... Also der Fisch taucht dann direkt ab, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, müsste hier jetzt irgendwie noch so ein... Ich erwarte irgendwie so ein Stardew Valley-mäßiges Cha-Ching, wenn irgendwas anbeißt. Und irgendein Minigame, um was zu angeln. Oder zumindest, dass der Schwimmer halt runtergeht. Aber hier passiert ja nichts weiter, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir erst noch Köder brauchen. Vielleicht sollten wir erstmal mit Dorton. Nee, nicht mit Dorton. Doch, ist das Dorton? Nee. Wie auch immer der andere Dude heißt. Sollten wir mit dem nochmal sprechen. Das Haus hatte ich irgendwo noch hier oben gepackt, ne? Erinnerst du dich noch daran, als wir das erste Mal zusammen angeln waren? Ha. Der Zauberer hat dir echt ganz schön zugesetzt, was? Du warst damals ziemlich jung. Und, ich war... in der Glanzzeit meines Lebens, keine Ahnung. Wir sind mit meinem alten Boot auf den Lake, auf den See Okeewokee rausgefahren und haben den ganzen Tag geangelt. Ich musste dich mit kalten Handtüchern bedecken, weil du dir Sonnenbrand geholt hast. Aber wir hatten immer noch eine Menge Spaß auf dem Wasser. Und jetzt, nur wegen dir, können die Leute hier im Dorf genau solche Zeiten wieder haben. Okay. Aber ich... Also... Oder muss ich da einfach sehr schnell sein? Ich weiß es nicht. Ah, und hier sind... Okay, cool. I like that. So funktioniert das. Dann können wir hier auf jeden Fall nochmal... Das geht. Okay, dir kann ich keine Komplimente machen. Hey Bench, ja, ich weiß, mein Gesicht sieht schrecklich aus. Aber das liegt nicht an dem Kampf. Ich habe heute Morgen versucht, ein paar Weeds, ein bisschen Unkraut bei meinem Haus zu jäten. Und eine große Drachenwespe hat mich genau ins Gesicht gestochen. Ich werde mir mal so ein Käfernetz, sagt man das so im Deutschen, keine Ahnung. Ich werde mir auf jeden Fall mal so ein Insektennetz basteln und versuchen, das Vieh zu fangen. Okay. Spannend. Kann ich eigentlich irgendwas craften? Hier sehe ich übrigens auch, wie viele Ressourcen ich habe. Bei Items. Es macht vollkommen Sinn. Ah, manchmal bin ich echt ein bisschen verpeilt, ne? Okay, was auch immer ich mit den Dingern mache. Die Gießkanne haben wir noch nicht. Die kommt vielleicht dann morgen? Keine Ahnung.
Ja. Build Mode. Also. Flooring. Hieß es nicht, ich kann einfach Flooring platzieren und dann kommen da Treppen? Vielleicht geht das nur in den waagerechten Schnitt. Also, okay. Okay, es geht also nur an den waagerechten, nicht an den senkrechten Stellen. Cool. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, aber okay. Gut, wenn wir sonst nichts tun können, dann weiß ich, die Fische sind auch noch nicht wieder respawned, oder? Ich schau gleich nochmal. Okay, die Weeds spawnen aber scheinbar auch neu. Könnten jetzt natürlich spaßeshalber mal, wenn wir 100 Blue Drops über haben. Okay, hier kann ich einfach direkt Holz sägen, ja? Okay. Okay, wir gucken mal. Wir werten das erstmal an auf und dann schauen wir weiter. Ja gut. Bugnet können wir halt auch noch, also haben wir noch nicht. Tja. Wir könnten tatsächlich mal Build Mode Flooring. Achso, da geht das auch nicht. Also es geht auch wirklich nur an den... Wait. Ging das hier unten nicht auch hin? Nein. Okay, es geht auch wirklich nur an den unteren Seiten. Okay. Das ist ein bisschen lahm. Aber gut, so sei es. Mach ja schon mal ein bisschen Platz. Wir müssen hier bestimmt demnächst noch irgendwas bauen. Und kann ich eigentlich Build Mode hier Elevate Move? Vielleicht müssen wir das mal machen, um die nächste Cap zu kriegen, die nächste Quest zu kriegen, dass wir überhaupt erstmal was bewegen müssen. Wo ist denn jetzt eigentlich hier... Wie heißt sie denn? Willow. Hier. Okay. Ich empfehle dir, Unkraut und Meteoriten zu verkaufen. Ich glaube, mit... Metroids? Ne, Moment. Meteoroids? Also wahrscheinlich eher irgendwie so Steinkram. Damit gemeint, weil Meteoriten haben wir hier noch nicht. Ich, keine Ahnung, ich gehe einfach mal pennen, ne? Ich denke, das ist total der Deal, weil hier geht sonst nichts und morgen gibt es neue Werkzeuge tendenziell. Das ist alles ein bisschen hochgelevelt, sehr schön.
Okay, mit schnell geht's auch nicht. Neuer Dude. Babsi. Hallo. Ich bin so durch den Wald gelaufen und bin hier über dieses Dörfchen gestolpert. Ein paar Leute sagen, du bist Bench, der Held von Solemn. Ich hatte irgendwie erwartet, dass du etwas mehr, heldenhafter aussiehst. Wie auch immer, ich bin Babsi. Und ich bin der größte Koch und... Gott, wie... Fashion Connoisseur? Wie sagt man das im Deutschen? Du bist auf jeden Fall Solemns größtes Fashion Victim. Können wir uns darauf einigen? Ah, dieser Ort sieht so aus, als würde er verzweifelt meinen qualitativen Sinn für Essen und Mode brauchen. Mein weltberühmter Schleimpudding oder mein blubbernder Drachendrink sind sicher ein... Oh Gott. Macht mich ein bisschen fertig. Okay, blubbernder Drachendrink. Build Mode. Objects. Babsis Haus. Ist das schlecht, wenn du einen Baum direkt vor der Tür hast? Etwas kleiner, als ich es gewöhnt bin, aber na, ich denke, es wird schon reichen. Ja, ist auf jeden Fall ein netter Bonus, im gleichen Ort zu wohnen wie unser Held. Und für den restlichen Tag werde ich mal meine Federn einschamponieren. Vielleicht können wir morgen ein bisschen durch die Gegend laufen. Ciao. Kann ich dir noch ein Kompliment machen? Läuft. Ja, meine Augenbrauen sind in der Tat die besten von Idle Valley. Oh Gott, Willow eskaliert. Weißt du, Herr Dalton hat heute Morgen einen echt guten Hinweis gehabt. Er sagt, du brauchst einen offiziellen Titel und ein eigenes Büro. Was meinst du, sollte dein Titel sein? Du bist jetzt offiziell Bench. Boon von Idle Valley. Ja, das klingt nett. Okay, und jetzt zu deinem offiziellen Gebäude. Da, wo du neue Regeln für Idle Valley schreiben kannst. Und für die Leute, die hier leben. Da ist auch noch ein neuer Dude mit... Er sieht aus, als würde ihm eine Tafel Schokolade aus dem Kopf wachsen, aber ich schätze, es soll ein Hut sein. Aber wir können jetzt bestimmt noch was bauen. My office. Oh, wow. So fancy. Okay, da würde ich gerne mal in den Laden gucken. Nee, das ist nicht der Laden. Das ist die Butze von Willow. Das ist der Laden. Was haben wir hier? Plain Lamp. Historian Table. Hull Wallpaper, nee, danke. Wir werten den Laden mal ein bisschen auf. Außerdem können wir hier doch bestimmt noch ein bisschen Scheiß verkaufen. Dann kriegen wir doch wahrscheinlich auch wieder ein paar Moneys an den Start und dann gucken wir mal. Oh, wir haben Post. Ich mag Schleimäpfel, aber nicht, wenn sie verrottet sind. Verrottete finde ich selbst. Die schmeiße ich dann normalerweise auf Willow. Willst du das mal ausprobieren? Wait, what? Oh
Okay, Dudley freut sich total, dass er hier ist und gibt uns dafür 100 Two-Drops. Ich habe keine Ahnung, ob wir mit den... ob wir mit den Teilen halt irgendwas machen können. Ich heb das vielleicht doch erstmal auf. Vielleicht hätten wir das andere auch einfach nicht verkaufen sollen, keine Ahnung. Was geht hier so? Wow, dein eigenes Büro! So ganz offiziell und so. Ja, ja, sehr, sehr passend für Idle Valley's Boon. Oh, wow. Da drüben ist ein brandneuer Bürostuhl und Schreibtisch. Nun, sieht aus, als könntest du dich da hinsetzen und neue Town Wishes. The Plaque on the Wall is also very important. Okay, die Auszeichnung an der Wand oder die Plaketten an der Wand sind sehr wichtig. Das ist unsere Beauty Score, alles klar. Okay, dich kann ich nicht nochmal komplimenten. Können wir das aufwerten, bitte? Danke. By having more buildings and decorations. Town Beauty, messy. Clean up those weeds. Aber clean up those weeds haben wir doch, oder? Town Wishes purchased. Ah, okay, das sind die Sachen, die wir haben wollen, ja? Okay. Ah, okay. Okay. Machen wir erstmal Fish Spawn Chance. Plus 5 Dewdrops found when hanging out with Dudley. Town Wishes refresh every Wednesday and Saturday. Ja, komm, die 200 haben wir mal raus. Okay, dann würde ich, glaube ich, ganz gern mal in die Mühle, also in die Sägemühle gucken. Ob sich da irgendwas getan hat. Die haben wir ja prinzipiell verbessert. Donate 2 wooden planks. Das können wir. Okay, so ganz steige ich da noch nicht durch, was da passiert, aber okay. Hier müssen wir bestimmt erstmal Dewdrops reinhauen, ne? Ja, das will ich erstmal nicht, um ehrlich zu sein. Da oben sind ganz viele Fische. Kommen wir da irgendwie hin? Naja, andersrum, ne? Das wäre... irgendwie muss das doch gehen mit dem Angeln. Okay. Die Fische juckt das alles herzlich wenig. Build Mode. Lower. Destroy. So. Kann man hier wenigstens langlaufen. Okay, ich glaube, wir dürfen das einfach nicht direkt auf die Fische schmeißen. Haha. Dann geht das auch. Build Mode, dann nochmal Lower. Ach komm, das ist auch weg, okay. Kann man hier wenigstens dran vorbeilaufen? Können wir? Vermutlich nicht, aber... okay, nein, die Bäume am Rand können wir gar nicht erst anwählen. Okay, können wir hier noch den Teich größer machen? Okay. Okay, wir können also quasi komplett Terraforming machen. Das ist ganz nice. Können wir den Fisch verkaufen? Bestimmt, oder? Oh, wir müssen auch noch mit dem Loot sprechen. Verkaufen wir mal den Fischi. Wedge, the merchant. Accept gift, okay. Der schenkt uns jetzt einfach was, ja?
War das jetzt ein Recipe oder? Achso, weil. Doch, da war ich schon richtig. Gott, diese Steuerung muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, haben wir eigentlich irgendwo noch Weeds, die wir pflücken müssen? Weil es stand ja im Rathaus auch nochmal mit dabei, von wegen hier, jede das ganze Unkraut. Aber kann ich an dem Baum da oben? Komme ich da überhaupt noch hin? Kann ich da Früchte ernten? Ja, ich glaube, ich möchte den Baum mal tatsächlich. Ach Gott. Nur bewegen. Slime Apple Tree. Okay. Geht denn am Brunnen eigentlich? Frage mich, ob am Grund dieses Brunnens irgendwas ist. Okay, wir machen jetzt mal Hangout. Ich weiß noch nicht wofür, aber. Was geht mit dir heute so? Weißt du viel über Modetrends in Solemn? Dieser Schal ist ein Statement für mein Intellekt, und meine Individualität. Natürlich. Oh wow. Oh wow. Finde ich jetzt schon hardcore sympathisch. Okay, da fehlt jetzt noch das richtige Tool für. Nun gut, gehen wir schlafen? Können wir noch irgendwas machen? Hey, ich habe gestern vergessen, dir was zu erzählen. Als du auf deinem Abenteuer warst, habe ich meinen grünen Daumen entdeckt. Ich baue alle möglichen Sorten von Gemüse. Ich habe alle möglichen Sorten von Gemüse auf meiner alten Farm angebaut. Es war ziemlich lohnenswert oder ertragreich. Falls du selber ein bisschen was anbauen möchtest, hier. Erstmal musst du die Erde irgendwo platzieren und dann packst du einfach ein paar Crops rein. Alles klar. Und wir kriegen Carrots, alles klar. Dann, Items. Ja, kann ich das? Mache ich das im Build Mode oder wie geht das? Ah, das ist Till Soil, okay. Ah, und das ist jetzt hiermit bei, dass ich so Wege legen kann, ja? Ist das der Deal? Okay, da brauche ich aber Magicide für, das habe ich nicht. Wo? Ah, wir können hier total mal ein Beet machen, oder? Oder auch nicht. 3, 4, 5, 2, 3, 4. Okay. Wir spawnen auch immer da, ne? Also wir können jetzt theoretisch irgendwie Build Mode. Spawnen da, wo zuletzt unser Cursor war, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also manchmal ist das auf jeden Fall sinnvoll, aber ob das immer so gut ist? Okay, haben wir da noch einen Baum gepflanzt. Okay.
Okay, muss ich das jetzt auch irgendwie gießen? Ich habe keine Gießkanne. Mach nochmal ein paar Sachen kaputt, ne? Karotten brauchen circa 2 Tage, um zu wachsen. Du kannst sie gegen Dewdrops verkaufen oder sie zum Kochen benutzen. Ach, Karottenkuchen klingt so gut. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Okay. Der Reisende wünscht mir alles Gute. Vielleicht werden wir uns eines Tages wiedersehen. Okay. Also das sind wirklich nur so temporäre Leute, die irgendwie vorbeikommen. Nope, ich bin immer noch in diesem Dorf gefangen. Ich gehe mal pennen. Das finde ich ganz okay. Na, zumindest Fishing ist fast hochgelevelt.